Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, hier sind wir am anderen Ende des Berges. Ja, auf dem Weg habe ich nochmal einen Kampf gehabt und habe hier nochmal ein paar Skillpunkte, die ich verschenken kann. Ja, ich kann Teamplay aufwerten, aber ich würde erstmal gerne Buffladung haben. Aber jedes Mal, wenn es dann einen Buff kriegt, Schwenn, dann kriegt er nochmal zusätzlich Ladung. Und dann wird Schwenn, nachdem ich das benutzt habe, dann macht es auch mehr Sinn, dass ich erst hier beide Buffs einmal reinhaue. Dann macht er übelst Schaden. So, Sunny hat auch noch einen Skillpunkt. Wo ist hier? Zertrümmern. Gegner, die mit Frost belegt sind, kriegen mehr Crit. Eisspeersalve, da würde ich alle Gegner treffen. Und zwar doppelt. Macht ehrlich gesagt auch Sinn. Ist besser als der Eissturm. Und Hoden hat noch eine Fähigkeit. Komm, bring mir noch mehr Geld. Er ist halt echt der Moneybringer. Ich habe immer noch nicht überprüft, wie viel der jetzt wirklich am Bonus macht bisher. Also in der Bearbeitung habe ich das wahrscheinlich dann schon längst rausgeguckt für euch und schon vor mehreren Parts gezeigt. Wie soll ich denn hier hochkommen? Ich komme da nicht drauf. Obwohl, vielleicht doch. Boah, gerade so. So, eine Kiste mit Leder. Das Feld da über mir sieht speziell aus. So, hier auf der Spitze haben wir nochmal ein Zepter bekommen. Das ist eine spezielle Mana-Waffe. Wenn ich die aufbessere, das wäre eigentlich die perfekte Waffe für Zip. Was sind das für spezielle Felder da? Also ich muss hier auf jeden Fall nochmal hin zurückkommen. So, jetzt geht's aber zum Eissee. Leute, ich war ein bisschen doof. Ich habe aus Versehen vergessen, hier die auch nochmal wieder anzuschalten. Ich hatte die nämlich kurzzeitig pausiert und bin schon in den Teich hier reingesprungen. Und da rechts wartet ein Megaboss auf uns. Das Orakel, da ist tatsächlich ein Geist. Es tut mir leid, dass ich vergessen habe, die auch nochmal wieder anzuschalten. Das war ein Fail von mir wieder mal. Wird aber nicht in die Fail Compilation kommen. Hier ist jetzt ein Gegner. Das Orakel. Ich will auch... Ach, warte. Einmal in den reinzoomen. Damit ihr auch wirklich seht, dass das ein Geist ist. Und damit ich ihn besser fürs Thumbnail habe. Ich habe keine andere Wahl. Auf in den Kampf. Komm herbei, edle Bestie. Prüfe im Kampf den Geist dieses Hüters. Okay, ich brauche Wind bei dem. Okay, Schwenn und Sunny. Und Hoden, du darfst einmal eben kurz drin sein, nur damit ich mehr Geld kriege. Tatsächlich ist er für mehr nicht da. So, einmal Kraft. Und dann versuche ich ihn eben kurz Frost zu verpassen. Der kann auch Eissperrsalve. Aua, macht der Schaden. Federsturm bitte. Obwohl, erst einmal nochmal Teamplay. Dann geht das nochmal hoch. Und mit Sunny heile ich mal eben kurz Schwenn. So, jetzt hau rein. Was nehme ich denn überhaupt? Ich versuche ihn mal Schwäche zu verpassen. Ich müsste eigentlich irgendwas mit Elektrizität oder Wind nehmen. Aquakanone. Ist ja wie man eine Lavasalve. Okay.
Das Problem ist, ich habe halt außer Sven jemanden, der wirklich auf Elektrizität geht. Obwohl doch, Psycho hätte ich noch gehabt. Aber woher soll ich das wissen? Eissperre. Obwohl, der hat einen Widerstand dagegen. So, jetzt kommt der Federsturm mit 14 drauf. So viel höher ist der Schaden dadurch aber nicht gewesen. Nee, Sunny macht hier halt gerade wirklich gar keinen Schaden. Hoden, du hast doch Fähigkeiten, die auf Wind basieren. Nutze sie. Ich gebe sogar noch extra nochmal Kraft rein. So, und den Säureregen mache ich nur, damit der Rüstungsbruch hat. Achso, hatte er schon. Habe ich gar nicht gesehen. Der hat so viele Debuffs. Autsch. Okay. Hochspannung zuallererst. Weil Zip der ist, der die Combo raushauen kann. Ich habe nur Wirbelwind hier gerade. Aber der ist gegen Magie halt richtig gut. Ich hätte Pall austauschen müssen. Aber den Kampf müsste ich eigentlich trotzdem gewinnen. Allein schon durch die 1000 Debuffs, die ihn Zip hier schon wieder gegeben hat. Zip, du bist einfach ein irre starkes Monster. Ohne Witz. Du nimmst einfach jeden Gegner auseinander. Ich habe übrigens hier noch den zweiten Feuersturm. Der gute alte Zip, der macht mittlerweile auch fast 20er Kombos. Wenn ich auf ein Dreier-Team gehe. Das ist einfach mega krass. Du bitte einmal Massentrank. Weil wir sonst gleich alle umfallen. Ich kann ja nochmal Teamplay machen. So, dann sind noch mal ein paar Buffs raus. Autsch. Okay, erstmal Hochspannung, weil Zip die beste Kombo macht. Mit Abstand. Da, allein das macht schon 12 Treffer. So. Was mache ich jetzt zuerst? Federsturm oder Wirbelwind? Ich würde sagen Wirbelwind. Damit Ren noch ein bisschen mehr Schaden macht. So, hau ihn weg. Geschafft. 245 kriege ich. Ein Skillpunkt für Yannick. Und ich bin jetzt ein Hüterlandzieher. Neue Gegenstände beim Händler verfügbar. Du hast die Schamanenbestie akut. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Besiegt. Du hast mir deine Willenskraft und deinen Mut bewiesen. Ich werde dir alle Hilfe geben, die ich geben kann. Und ich vertraue darauf, dass du meine Gaben einsetzt, um die Zuflucht zu retten. Der Schlüssel liegt am tiefsten Punkt der Zuflucht versteckt. Wenn du den Schlüssel in deinen Besitz gebracht hast, wirst du wissen, was zu tun ist. Um in die tiefsten Gebiete der Zuflucht vordringen zu können, musst du alle in der Zuflucht verborgenen Zufluchtsmarken finden. Du musst die fernsten Winkel der Zuflucht reißen, um alle Zufluchtsmarken aufzuspüren. Ich selbst kann dir nur eine der Zufluchtsmarken geben. Ich weiß, dass eine weitere Zufluchtsmarke im Sonnenpalast westlich der blauen Höhen versteckt ist. Mehr kann ich dir nicht sagen. Komm jederzeit hierher zurück, wenn ich diese Dinge für dich wiederholen soll. Und nun geh, das Schicksal der Zuflucht liegt in deinen Händen. Ist hinter dir noch irgendwas zu mitnehmen? Ja, eine Kiste. Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich die Eisebene fürs Erste abgeschlossen, weil hier kann ich jetzt nicht mehr wirklich was machen. Ich würde dann jetzt vom der Story her halt in die Sonnenebene bzw. die Hitzeebene gehen.
Ich habe schon gesehen, was ich Yannick geben will als nächstes. Und dafür muss ich ein bisschen wandern. So Leute, jetzt sind wir im Sonnenpalast. Ihr habt übrigens gemerkt, wahrscheinlich, ich habe hier noch einen Mönch unterwegs geholt. Habe ich einfach zufällig bekommen und dachte mir, warum nicht? Ich kriege hier nochmal Juwelen geschenkt. Darf ich erstmal die beiden Orbs aktivieren. Und Schlangen bekämpfen. Und irgendwelche Hüpfer. Klingenwitwe und Wazuki. Bei denen brauche ich Wasser. Okay. Palt, ich werde dich wahrscheinlich gleich austauschen. Ich mache jetzt einmal hier Lebenskanalisierung. Und dann direkt den Säuresturm. Und einfach damit Sunny leichter hat, noch Eissturm. Direkt auf alle Frost. Nice. Also die halten nichts aus. Autsch. Okay. Eissperrsalve. Da sind die Schlangen auch tot. Ich habe gar nicht geguckt, welches Level die haben. Spore ist stark gegen den. Stimmt, die Sporenwolke müsste ich auch mal aufwerten. Ich kriege übrigens das Doppelte, wenn ich Hoden benutze. Und ich habe direkt von beiden Viechern ein Ei bekommen. Ich mache das jetzt ab sofort wirklich so, dass ich die einfach erstmal ohne Namen nehme und dann einfach später gucke, wen könnte ich damit austauschen. Also ich kann den Namen ja immer hinterher noch ändern. So, erstmal, wozu seid ihr beiden überhaupt gut? Du scheinst mir überhaupt nicht nützlich zu sein. Und du? Du scheinst ein Giftcharakter zu sein. Also du bist nur zum Vergiften gut. Du kannst auch leicht Feuerattacken. Seid ihr auf der Karte irgendwie nützlich? Nee, überhaupt nicht. Also die beiden kann ich eigentlich direkt weggeben. Oh, ich kann die jetzt aufbessern. Willkommen, Spektralhüter. Ich nehme an, du bist das erste Mal im Sonnenpalast. Was du hier vor dir siehst, ist ein perfektes, organisiertes, sich selbst erhaltenes Biotop. Als die Monsterzuflucht erschaffen wurde, hat jeder der vier Spektralbegleiter auf eine andere Art seinen Beitrag dazu geleistet. Die Macht des Wolfes hat die Wälder und die Berge erschaffen. Die Macht des Frosches hat die Gewässer erschaffen. Die Macht des Löwens hat die Festung und alle anderen Steingebäude der Zuflucht erschaffen. Jetzt fehlt nur noch der Beitrag des Adlers, eine kleine Sonne, die den Sonnenpalast Licht und Wärme spendet. Sie hängt hoch oben im Sonnenpalast. Die meisten Hüter wissen allerdings nicht, dass die Minisonne noch einen weiteren Zweck erfüllt. Der Sonnenpalast soll ein Ort des Gleichgewichts sein, ein unterirdischer Tempel voller Sonnenschein. Eine ganz eigene Welt, die mit sich selbst im Reinen ist. Ein Ideal, wonach man in der Zuflucht und in sich selbst streben sollte. Aber sie ist in Gefahr. Das Licht der Sonne hat sich in letzter Zeit merkwürdig verhalten. Ich glaube, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat. Wenn das Gleichgewicht des Sonnenpalastes zerstört wird, könnte es die gesamte Zuflucht von Katastrophen wie Sturmfluten, Unwettern und Erdbeben heimgesucht werden. Ich hoffe, dass du, ein Spektralhüter, den Ernst der Lage und die Dringlichkeit der Situation erkennst. Trich dich mit mir im Zentrum des Sonnenpalastes, um die Sonne des Adlers zu retten. Okay, Story Mission activated. Was ist das da? Irgendwie muss man das doch kriegen können. Dass man hier diese Plattform hat. Ich mach mal eben kurz die Grashüpfer fertig. So, die Hüpfer sind tot. Paul hat ein Level up, obwohl ich ihn hier eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Ich gebe ihm mal Mana Brand und tausche ihn jetzt aus. Muss man überlegen, gegen wen. Sherpa, du bist doch hier
glaube ich, auch einer, der diese Blood-Skills verwendet, oder? Du benutzt Erde, ja. Weil Erde ist das, was ich hier tatsächlich brauche. Die anderen, die kann ich eigentlich so gut wie gar nicht gebrauchen hier. Eine Gratis-Kiste mit zwei Wolle. Immer prüfen, ob man die Wände zerstören kann. Bei manchen sieht man das nämlich überhaupt nicht. Da ist schon wieder so ein Hüpfer. Hier muss ich ein Hindernis draufpacken. Und die Viecher eben kurz erledigen. So, der Kampf ist vorbei. Ich habe im Kampf gerade festgestellt, dass Sherpa absolute Rotz ist. Deswegen tausche ich ihn direkt wieder aus. Ich weiß gerade nur nicht gegen wen. Die beiden will ich eh gleich weggeben. Cypher werde ich auch weggeben. Dave, du hast auch Erdattacken, das weiß ich. Wo habe ich denn jetzt mit dem Schalter hier irgendwas gemacht? Erstmal wieder drauf tun. Okay, da habe ich einen Schalter. Was seid ihr denn? Ninki Nanka. Okay. Dave brauche ich gerade nicht. Hoden sei für eine Runde mal dabei. Ich tausche dich auch direkt aus. Gegen Schwenny. Verpasst einen den Segen. Und dir jetzt viel Spaß. Einmal den Feuersturm bitte. Zack. Ninki Nanka. Ein sehr interessant aussehendes Vieh. Wie sind die auf diesen Namen überhaupt gekommen? So, einmal Kraft. Dann kann ich ja jetzt eigentlich die Eisspeersalbe draufhauen. So, und jetzt den Säuresturm. Na, ich hätte das andersrum machen müssen. Zip macht die Feuerattacken. Und mit Sunny versuche ich dann, diese Schlange umzubringen. Macht den meisten Sinn. So. Du darfst den Federsturm auf eins der beiden raufzauen. Ach, Treffer. Feuersturm. Zehn Treffer. Und die Salve. Okay, jetzt ist nur noch die Schlange da. Da haue ich einfach die Eisspeere drauf und es ist weg. Jetzt darf ich diesen Schalter da unten nochmal drücken. Oh, und ein Level Up. Ja, warum will ich Ausrüstung gucken? Du brauchst halt auch echt mal Angriffstechniken. Du bist sonst absolut nutzlos. So, ist aktiviert. Das hat da den Schalter aktiviert. Erstmal die Kiste gönnen. Zwei Mandeln. Jetzt muss ich hier das Teil draufstellen und muss versuchen, da reinzukommen. Und das habe ich alles für ein Pupu-Juwel gemacht. Hat sich gefühlt überhaupt nicht gelohnt. Und wie auch immer ich da rechts durchkomme.
So, ist hier jetzt links noch irgendwas? Ein paar Sachen, die ich aktivieren kann. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!